So, Erleben. Das Stichwort. Machen wir Zusammenfassung, machen wir morgen weiter. Ja. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Ja, wie zum heutigen weiter? Tag. Zum heutigen Tag. Zusammenfassung zum heutigen Tag. Was war heute? Was haben wir jetzt gerade für Gedanken? Was wird weiter in Zukunft? Also eben jetzt die nächsten 5 Tage, jetzt gehen wir morgen zurück auf Beijing und genießen mal unsere Ferien. Und im Nachhinein. 4 Tage, wo wir endlich mal ein bisschen abschalten können. In Peking können wir uns wenigstens noch ein bisschen bewegen, dort reden viele Leute Englisch. Nicht viel, mehr als in Aber sicher mehr als da. Und in Peking sind wir ja die ersten 3, 4, 5 Tage schon gewesen. Ja. Wir haben uns ein bisschen in die U-Bahn bewegt. Wir haben, also da kann man wirklich unter das Volk gehen. Man hat manchmal ein bisschen Angst, dass... Wenn nicht Chinesisch kannst, dann musst du dich halt irgendwie durchschleppen. Dann schaust du halt, dass die Tabellen die sind logisch aufgebaut. Man muss halt neu starten. Man muss nicht Chinesisch können, um das Ganze, sondern man muss einfach nur raffen. Ah, ich bin da, ich werde in die Richtung. Ah, da chinesisches Zeichen. Da chinesisches Zeichen, ah ja, das ist das, ja gleich aus. Also das muss es ja die richtige sein. Also, wir sind zu wenig offen für das. Ja. Es gibt 3600 verschiedene Symbole im Jahr. Ja. Und es ist schwierig, also Chinesisch zu lernen ist sicher schwierig für uns, aber wenn wir nie einen Start machen, wie wollen wir dann überhaupt wenn ich dann also, Chinesisch lernen. Ich sage mal, Hauptsprachen auf der Welt, Englisch, Spanisch, Chinesisch. Deutsch ist ein sehr kleiner Bereich, aber wieso nicht Chinesisch? Ja. Wieso nicht Chinesisch? Deutsch muss nicht wirklich sein, aber Englisch, Spanisch, Chinesisch, vielleicht Französisch. Französisch. Russisch. Gross abdeckender Bereich. Russisch. Mit dem Russisch ist einmal Basissprache. Also Französisch hast du sicher mal ganz Afrika abdeckt. Französisch und Englisch. Nordafrika. Ja, Nordafrika, sorry. Und ein Großteil von Nordafrika ist abgedeckt mit Französisch. Deutsch. Mit Spanisch ist ganz Lateinamerika abgedeckt. Und ein Großteil von den USA, der ganze Süden von den USA, ist Spanisch redend. Englisch weltweit, also das Englisch ja gar nicht weltweit. Nein, Englisch ist eben nicht weltweit. Wir meinen, das sage ich weltweit. Wir meinen, das ist weltweit. Ja. Und Russland versucht einen zu finden, der Englisch redet. Die ignorieren ja, den. Gang auf Indonesien, versuch einen zu finden, der Englisch redet. Weiß doch nicht. Gang auf Niger, versuch den einen zu finden, der Englisch redet. Noch etwas, was ich auch sagen will, ist, die Frage ist, wie man Ferien macht. Also, wenn ich an den Strand will, dann kann ich auch auf Spanien an den Strand gehen. Genau. Aber das ist doch jedes Jahr das Gleiche, sind wir ehrlich. Wenn ich auf Thailand will. Wie? Wir schweifen wieder von der Zusammenfassung an. Ah ja, wir sind ja am Zusammenfassen. Genau, am Zusammenfassen. Es ist viel Input. Wir sind geflasht, wir sind... So ist es jeden Abend gegangen. Dann haben wir 2-3 Stunden gepennt und ja, und das ist eigentlich nicht das Input. Hast du das und das hast du dies gesehen und hin und her, also darum ich dann... Ich würde sagen, eben wie gesagt, machen wir direkt Schluss. Ja. Machen wir direkt Schluss. Noch 2-3 Uhr zu den folgenden Tagen. Also wir gehen auf morgen nach Peking. Wir schalten wirklich komplett ab. Ja, jetzt ist Business ist fertig. Nichts mehr hören. Jetzt haben wir den Nelson und seine Freundin.